Willkommen zurück, Leute, zu Etna Bericht aus. Ich habe den Spielstand neu geladen vom letzten Mal und jetzt haben wir auch noch unsere Münze und jetzt werde ich nochmal schauen, ob ich den Dreh rausbekomme. Den Becher vielleicht zuerst reinzustellen. Der ist jetzt drinne und jetzt den Kaffee vielleicht holen. Mal gucken, ob das klappt. Kaffee. Yay! Das ist ja voll fies eigentlich, wenn man dann nicht mal zwischendurch gespeichert hat. Dann steht man dann, hat den Becher vorher nicht reingestellt. Ah, blöd. Kannst du ihn mal nehmen? Nehmen. Wunderbar. Der Kaffee. Versteht ihr denn nicht? Der Kaffee. Der wichtige Kaffee. Existenziell für manche Menschen. Den bringen wir jetzt zu dem Bienenmann. Der wird sich ziemlich freuen. Und mal gucken. Mal gucken, wie cool wir dann weiterkommen, wenn wir ihm den Kaffee geben. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Nicht wahr? Was kriege ich jetzt? Ich meine, er soll ja eigentlich keinen Kaffee trinken, glaube ich, ne? Oder wie war das? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Etna. Nenn mich ruhig Etna. Freut mich, dich kennenzulernen, Etna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. So, wie war das nochmal mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee... Aber du hast doch einen Kaffee gerade bekommen. Ich mach dann... Nur zu. Er hat doch jetzt einen Kaffee... da drin ist jetzt Ohrenschmalz in dem Becher. Ohrenschmalz. Wachsig und bernsteinfarben. Wie abartig dieses Spiel teilweise ist mit den Nägeln und dem Ohrenschmalz. Das ist so ekelhaft. In diesem Becher Kaffee ist jetzt Ohrenschmalz. Okay, dann müssen wir natürlich nicht mehr mit dem ekligen Bienenmann reden. Der eklige Ohrenschmalz-Typ. Was kann ich denn jetzt mal damit machen? Da glitzert doch was in der Telefonhörermuschel. Hui und ob! Mit ein bisschen Poolen könnte ich meinen Vorrat offenbar noch vergrößern. Was soll denn da drinne sein? So wird das nichts. Das Telefon müsste repariert werden. Doch das Stuhlbein ist leider ein Instrument der Zerstörung. Nicht so schlimm. Ein solides Instrument der Zerstörung ist mir tausendmal lieber als ein heiles Telefon. Okay, können wir das mit der Gabel vielleicht rauspulen? Sehr clever. Benutze Telefon mit Gabel. Haha. Zu Scherzen aufgelegt, hm? Wir machen hier die Witze. Kapiert? Okay, Leute. Telefon mit Gabel. Ein Knaller. Ja, eigentlich will ich das Zeug rauspulen. Schade, das lässt sich nicht aufschrauben. Dann pul doch mal. So sieht also meine Verbindung zur Außenwelt aus. Abgeschnitten und anthrazitfarben. Abgeschnitten und anthrazitfarben, vielleicht damit raussaugen? Warum gibt es eigentlich noch keine Telefonhörer? Oh Manno! Wie kriege ich das Ding da raus? Was auch immer da drinne ist. Das Kabel ist. Und warum hat sie das gesagt mit dem Glitzern hier, mit dem Ohrenschmalz? Da glitzert doch was in der Telefonhörermuschel. Hui und ob! Mit ein bisschen Poolen könnte ich meinen Vorrat offenbar noch vergrößern. Ist das jetzt ein Scherz wegen dem ekligen Ohrenschmalz? Oder ist da jetzt wirklich noch was drinne? Ich rall's irgendwie gerade nicht. Wollen wir einen Scherzanruf machen? Oh ja, oh ja, oh ja! Wie ist die Nummer von Domian? Die kenne ich nicht auswendig. Diese Nummer herauszufinden, sollte ab jetzt oberste Priorität haben. Ja, was sagt denn die Poki hier zu diesem Raum immer? Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Etna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Wo ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall
Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Wir können mit einer Zickzackschere die armen Blätter zerschneiden? Und dann lacht sie auch noch so. Okay, gut. Und dann können wir auch überall rumkriegeln und so, ne? Also steht jetzt Edna und wir haben die Pflanze angeschnitten, nur dass ihr es wisst. Leckerer Ohrenschmalz, leckerer Ohrenschmalz. Was können wir denn damit mal machen? Das vielleicht als Klebstoff benutzen? Ekligerweise. Davon wird es auch nicht wieder heil. Nicht? War ein Versuch wert, dachte ich. Davon wird es auch... Da glitzert heute mit ein bisschen... Sehr klippend zu wir. Ach, Mann. Ein Telefonhörer und das irgendwie... Nichts. Ja, da kam ja vorne Münze raus. Nichts. Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik. Ja, kann man das nicht irgendwie... Keine Ahnung. Ach, die Musik ist auch so schön. Was mache ich denn jetzt mal mit dem ganzen Krempel, den ich habe? Weiß ich nicht, wozu benutzt man das? Ohrenschmalz. Wachsig und bernsteinfarben. Wachsig. Ich meine, das ist doch dann... Ich habe eine Idee. Wir können damit bestimmt einen ekligen Abdruck von dem Schlüssel machen, wie ich schon immer gesagt habe. Oder? Können wir? Oder können wir... Ah, nee, hier will ich ja gar nicht hin. Da will ich hin. Wir machen einen Abdruck von dem Schlüssel. So. Und dafür müssen wir hier rein. Und mal gucken, ob das klappt. Das ist eklig. Aber es klappt bestimmt. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Oh Manno. Aber dann hätten wir eine Kopie und sie hat das Kunststück dann trotzdem gelassen. Nein, das... Komisch. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Ja, was dann? Das wäre jetzt eigentlich eine gute Idee gewesen. Sagt er nicht noch was dazu? Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Tja. Aber es war doch ein Versuch. Und wir haben so viel dafür getan. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Möchtest du das eklige andere Getränk? Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über... Ach ja, das Hallo, soll ich... Bien? Hallo. Ja. Ich rede... Dann schwingen deine Stimmbänder wohl nur aus Langeweile, hm? Ich bin schon wieder ratlos. Jetzt habe ich den ollen Telefonhörer und habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich überlege gerade da oben in dem Raum, wo man den Kaffee herbekam, da war ja eigentlich auch nichts mehr. Möchte irgendwie jemand anderes den doofen Hörer? Wir haben den ja wiederbekommen, also von daher... Ich denke immer noch, dass es irgendwie... Alu-mäßig was bringen soll. Wenn du einen direkteren Draht zum Äther haben willst, dann brauchst du dieses Telefon. Ich glaube nicht. Noch direkter könnte mein Draht kaum sein. Ich habe quasi eine DSL-Standleitung.
Der älteste Konflikt der Menschheit. Kochen oder Pizza bestellen? Probier jetzt einfach mal doof alles aus. Ich glaube nicht, dass Topflappen in der Lage sind, ein... Hast du etwa noch nie einen Anruf von einem Topflappen bekommen? Man erkennt sie daran, dass sie auflegen, ohne ein Wort gesagt... Schade. Der gute alte Senf-auf-die-Muschel-Trick. Ja, eklig. Hallo, ist da die Seuchenschutzbehörde? Nein, hier ist das Statistische Kontrollamt, Büro für Telefonempirik. Oh, dann habe ich mich verwählt. Ja, das passiert hier bei jedem 13,7145. Anruf. Habe ich hier irgendwo einen Kleiderbügel übersehen, dass wir einen neuen besorgen könnten? Das wäre natürlich auch irgendwie was, was ich noch nicht... Ja. Jeder Sträfling darf einmal das Telefon benutzen. Aber mein Schläger braucht das nicht. Er ist schon cool. Total. Und dann haben wir noch den ekligen Stinkdring. Oh Mann, oh, ich verzweifle hier langsam in diesem Spiel, glaube ich. Dass wir jetzt den dusseligen Hörer haben, damit aber nichts machen können. Nichts. Ich meine, wir haben ihn ja schon benutzt. In dem Moment haben wir dann die Münze bekommen. Dann haben wir den Kaffee geholt, haben das Ohrenschmalz bekommen. Das heißt, eigentlich müssten wir damit jetzt was machen können, weil wir es vorher nicht konnten. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahrensinn davor, es zu probieren. Feige! Ja, das ist ja auch wirklich eklig, aber vielleicht können wir das anderweitig noch kombinieren. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Süß. Ohrenschmalz mit dem Zeug? Um Gottes Willen! Das wäre die unheiligste aller Allianzen. Das damit, das... Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Cornflakes mit Honig gefällig? Ist es denn echter Bienenhonig? Nicht wirklich. Tatsächlich fehlt noch eine insektoide Zutat zu meinem Bernstein-Cocktail. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ja, hast ja jetzt schon mehrmals ausprobiert. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Müssen wir mit dem Droggelbecher noch irgendwas machen vielleicht? Da drinnen den Überlisten brauche ich ja gar nicht erst probieren, denke ich mir. Es muss doch eine Lösung geben für den blöden Ohrenschmalz. Gibt's doch wohl nicht. Irgendjemand muss uns helfen. Hier. Kriegst jetzt eine Haube Ohrenschmalz. Ah! Ja, das ist eklig, ich weiß. Chips? Au, 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 au. Irgendwas, was ihn beruhigt? Können wir ihn vielleicht mal bestechen hier? Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Möchte er das da? Was soll das sein? Mein... Ist es aber nicht. Der will nur Tickets haben, nichts anderes. So ein Scheiß aber auch. Oh. Hallo? Aha. Für dich. Für mich? Aha. Aha. Nein, ich fürchte, das haben Sie falsch verstanden. Fahrscheine sind nicht übertragbar. Nein, ganz sicher. Wiederhören. Bitteschön. Mist. Aber das war eine gute Ablenkung, hier ihm den Hörer nochmal zu geben, damit er, vielleicht das nochmal überdenkt. Ja, das will er auch nicht. Chips vielleicht? Auf dem Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Ich finde den ja toll, ne? Dass er so in seiner Welt lebt als Fahrkartenkontrolleur. Das erinnert mich an den Bahnhof, wo ich öfters mal bin, wenn ich zu meiner Mutter fahre. Da läuft auch immer so einer rum, der dann immer die Leute am Automaten anspricht und dann immer helfen wollte. Ich weiß gar nicht, wo der bleibt. Der ist gar nicht mehr da. Aber der hat ganz oft immer so... Tipps und Ratschläge gegeben, als hätte er den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als den Leuten mit den Fahrkartenautomaten helfen. Ich selber bin da ziemlich gut drin. Ich brauche da keine Hilfe, aber ich glaube, andere, die fühlten sich dann erstmal überrumpelt und der war schon immer ziemlich lustig. Es war auch so ein kleiner, dicklicher Typ, der dann da so rumlief. Ja, da laufen gerne mal solche Leute rum.
Also den können wir vielleicht ablenken. Und wir brauchen unbedingt dieses dusselige Ticket. Leute, es tut mir leid, aber ich werde nochmal einen Cut jetzt machen, weil ich echt keinen Plan habe, was ich weiter tun soll. Und ja, es ist ja kein Stream, sonst könntet ihr mir vielleicht gerade helfen. Aber ich habe gerade auch gar keine Idee. Also ich denke, dass es wieder irgendwas mit dem Ohrenschmalz ist oder mit dem Stinkdrink. Wir haben halt sehr viele Sachen, die man vielleicht irgendwie noch miteinander kombinieren könnte. Aber ich wüsste halt auch nicht, was hier Sinn machen würde. Deswegen schaue ich jetzt nochmal nach und wir hören uns sofort gleich weiter. Mein Gott, Leute, die Lösungen sind so abstrus irgendwie, dass ich nicht glaube, dass... Ja, ich glaube, viele von euch wären da vielleicht auch jetzt nicht drauf gekommen. Aber es ist etwas... Es fängt mit etwas Offensichtlichem an, was wir noch nicht ausprobiert haben. Wir sollen tatsächlich den Stinkdrink selber mal mit dem Strohhalm austrinken. Ich muss verrückt sein. Wie geht? Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fuhr umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Das ist so widerlich. Da ist eine Fliege noch drin, ne? Dieses Glas erinnert mich an die schlimmsten 10 Sekunden meines Lebens. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß ja nicht, was es für Zeug ist, ne? Aber da würde man doch von kotzen. So, jetzt haben wir hier diese Fliege. Und die Fliege, die packen wir da rein. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Ja, und weil das sowas Besonderes ist, geben wir das natürlich dem Professor. Der da total wahrscheinlich drauf abfährt, sowas diesen einmaligen Fund irgendwie in Betracht zu ziehen. Und ja. Woran erinnert mich das nur? Jurassic Park. So, und jetzt packen, geben wir das eben. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ah, wir haben also einen Kleiderbügel bekommen und ab jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter und spiele blind weiter. Aber ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Also ich habe eher gedacht, dass sie halt bestimmt sagt, nee, das trinke ich nicht und so und dass da jetzt eine Fliege ist und dass man das und so, nee. Also da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Also sorry, dass ich dann auch mal in die Lösung geluschert habe. Jetzt haben wir den Kleiderbügel. Kleiderbügel Nummer 3. Nummer 3. Nummer 3 geben wir jetzt mal natürlich dem Alumann. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Tja, Alumann und Edna. Große Freunde. Jetzt habe ich Kleiderbügel Nummer 2. Nummer 2? Wenn wir jetzt den tauschen gegen Nummer 1, denn das sind ja anscheinend die dämlichen Tickets für den Wäschelift. Klar, er hängt sie dann wahrscheinlich da so ran an die Stange. Das ist so idiotisch. Und jetzt brauchen wir Nummer 1 Kleiderbügel, damit wir natürlich dann die Erste sind, die dann durchkommen. Aber vielleicht können wir ja schon mal mit ihm reden. Ja. Oh, für Personal. Ich weiß gar nicht, wer hatte noch mal 1? Ich weiß es nicht. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Das reicht schon? Achso, dann gehen wir da mal durch. Das ist ja klasse. Wir kommen durch. Wahnsinn. Wir haben es quasi geschafft.
Herr Mantel? Wer ist denn Herr Mantel? Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Ach so, wohnst du etwa hier? Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Mhm. Wo fährt der Lift hin? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Gott, wie... bescheuert die hier alle sind. Kommt nicht mal langsam der nächste Ausgang? Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Oh, und da haben wir es doch tatsächlich... mit Hilfe der Lösung zumindest am Ende geschafft, mit dem Wäschelift rauszukommen und sind im nächsten Bereich und ich freue mich gerade total, dass wir es geschafft haben, in diesen dusseligen Wäschelift zu kommen und dass da drin jemand lebt. Das ist alles so abstrus, aber irgendwie auch total lustig in dem Spiel. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wir sehen uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Bis dann!